tiefer, noch ein bisschen los. Ich kann mir den Geschäftsvorgang sehr gut vorstellen. Herzlich willkommen bei uns im Bauhaus-Workshop. Diesmal aus dem Badezimmer heraus, denn wir möchten ein Vorwandelement installieren. Das ist mein Vorwand, wieder was zu tun. Finde ich super. Vorwandelemente könnt ihr überall installieren, ganz egal, ob ihr einen Neubau habt oder ob ihr eine bestehende Toilette ersetzen wollt, den Spülkasten verstecken wollt oder ähnliches. Funktioniert immer. Denkt bitte nur dran, Wasser abstellen ist ganz wichtig, alte Schüssel abbauen und im Zweifelsfall immer Rücksprache mit der Sanitärfachkraft halten. Dann wollen wir mal, wa? Ja, let's fetz. Unser Vorwandelement steht natürlich nicht im freien Raum. Da bauen wir eine schöne Trockenbaukonstruktion ringsherum, auch damit wir oben drauf noch ein bisschen Ablagefläche haben. Das machen wir mit UW- und CW-Profilen. Die UW-Profile kommen davor auf den Boden oder dahinter an die Wand. Und damit nicht jedes Mal gehört wird, wenn eine Spülung geht, haben wir hier so Dämmband. Das sorgt für so eine akustische Entkopplung. So, dann nehmen wir uns das Profil. Ich sehe ja hier, wo Kathi angezeichnet hat. Gehe dann einfach mit der Schere gerade runter. Einmal links, einmal rechts. Dann biegen wir das Ganze einfach einmal runter. Da sieht man schon ganz gut, dass man da unbedingt Handschuhe tragen sollte. Wahnsinnig scharfe Kanten dran. Ja. Ja, jetzt lass uns den Abstand messen von der Wand zum Profil. Ja. So, 18,5. Markieren wir das einmal. Bevor wir das Profil anschrauben, machen wir unsere akustische Entkopplung. Und abschneiden. Okay, habe ich auch schon mal schöner hinbekommen, aber. Tiefer habe ich auch schon mit dem Tiefenanschlag eingestellt. So. Wir bringen ihn schon mal an den Bestimmungsort. Wir richten unser Vorwandelement jetzt aus. Dazu stellen wir es ins fertige Profil. Messen an der Markierung 1 Meter von der fertigen Bodenhöhe ab. Das ist ganz wichtig. Wir haben jetzt hier nur Estrichboden liegen. Wir legen da noch 1 cm Fliesen drauf. Das heißt, wir messen 1,1 Meter ab und stellen uns das ein. Unten lösen wir einfach 2 Schrauben. Bringen das Vorwandelement auf die Höhe oder die Tiefe, die wir brauchen, schrauben das wieder fest, zeichnen uns das an und dann wird es fertig gemacht. 1,1 Meter. Das heißt, hier wäre ungefähr der Schüsselrand. Na denn, komm. Super. Lass uns noch eine Wasserwaage oben drauf halten. Genau, Wasserwaage, um zu gucken, ob wir beide gleich hoch und tief gebracht haben. So, hier habe ich gar keine Bedenken. Gucken wir hier oben nochmal rauf. Einmal noch nach vorne. Bei der Installation des Vorwandelementes, speziell beim Abwasser, achtet bitte darauf, dass ihr, wenn ihr die Kunststoffrohre zusammenführt, Gleitmittel verwendet. Es soll verhindern, dass die Gummidichtung, die da drin ist, nach unten rutscht oder kaputt geht. Wenn das passiert, kann es halt durchaus sein, dass euer Klo unangenehm riecht und ihr nicht wisst, warum. So, aber du darfst ausrichten. Okay. Gut, dann können wir es festschrauben. So einfach geht es. Fest! So, alles cool. Wir könnten fast schon mit dem Trockenbau anfangen. Das Einzige, was noch fehlt, ist der Wasseranschluss. Das sollte man durch eine Sanitärfachkraft machen lassen. Und dann können wir Trockenbau machen, oder? Super. Wir haben unser Eckventil von einer Fachkraft setzen lassen. Alles, was mit Frischwasser und Druckwasser zu tun hat, sollte man nämlich den Profis überlassen. Wenn man da beim Einbauen Fehler macht, dann kann das richtig ins Geld gehen. Handwerker ist gerade da, der schließt uns auch den mitgelieferten Fleckschlauch an und dann kann es weitergehen. Ich habe mir hier mal eine Skizze angefertigt, weil ich sehen wollte, ob die Maße, die wir uns ausgesucht haben, auch mit den Angaben vom Hersteller übereinstimmen. Außerdem wollte ich noch mal diesen Meterriss überprüfen. Und ich kann aus meiner Skizze jetzt auch gleich eine Materialliste erstellen. Dann weiß ich genau, was ich brauche an Profilen oder Trockenbauelementen. Wir haben hier Gipskartonplatten in grün. Die sind grün, weil sie imprägniert sind. Das ist wichtig, weil wir uns in einem Feuchtraum bewegen. Wir wollen das Ganze noch verfliesen. Deswegen müssen wir doppelt beplanken. Das hat natürlich den Grund, dass da Fliesen dran sind und ein bisschen Gewicht drauf ist. Aber doppelt beplankte Wände sind auch ein bisschen stabiler, haben auch ein bisschen mehr Akustikdämpfung, sodass nicht jeder hört, wenn die Spülung geht. Dann lass uns doch die Platten erstmal ablenken. Jo. Ich mache hier auch nochmal eine Markierung. Ich schiebe von hinten nach und los. Du musst dazu Karate-Schrei machen, sonst funktioniert das nicht. Ja. Siehst du? Jetzt teilen wir die einfach nochmal, ne? So, okay, immer in der Mitte. Und damit die Bruchkante nachher auch schön sauber ist, gehen wir dann mit dem Hobel drüber. Zack. Ein, zweimal reicht schon, dann ist das glatt und kann verbaut werden.
Das sind jetzt die C-Profile. Das sind die C-Profile, erkennt man daran, dass sie geformt sind wie ein kleines C, wenn du es auf die Seite legst. Unsere U- und C-Profile unterscheiden sich nicht nur in der Form, sondern auch in der Anwendung. U-Profile sind Umlaufprofile, die an Boden und Decke verschraubt werden. C-Profile sind die Profile in der Mitte, auf die wir unsere Gipskartonplatten schrauben. C-Profile schneiden wir genauso wie die U-Profile. Durchgeschnitten. So, letztes Profil war das. Oh, kannst du jetzt losgehen, wa? Montage. Wir haben jetzt unser zweites UW-Profil an die Wand gebracht. Das ist auch mit der Dämmung hinten versehen, damit das ein bisschen entkoppelt ist. Wir können jetzt also Schritt für Schritt weiter unser Ständerwerk aufbauen. Und da kommt Kathi ins Spiel. Ja, ich habe die Schnellbauschrauben geholt. Akkuschrauber. Wichtig ist, dass das hier vorne plan dran ist. Ich halte oben fest und du schräubst. Sehr gut. So, alles drin. Deswegen auch immer wieder die Handschuhe, ne? Ja. Jetzt fixieren wir das miteinander mittels dieser Krimmzange. Die macht im Prinzip nur ein Loch rein, drückt Metallbügelchen nach innen. So, dann noch die Zwischenständer. Irre. So, und durchgedrückt. Zack. Jetzt können wir unseren Gipskarton anbringen. Ja. Wir sind fertig. Dann los. Spätestens jetzt müssen wir uns nochmal unserem Vorwandelement zuwenden. Wir müssen hier eine Schutzkappe einmal aufbringen, dass dieses Gehäuse quasi dafür sorgt, dass der Dreck nicht reinfällt, damit der Spültaster nachher nicht irgendwann in der Luft hängt oder zu tief drinne. Wir setzen hier noch Gipskartonplatten vor und wir wollen nochmal fließen. Ist der individuell kürzbar. Das heißt, ihr könnt einfach mit dem Cuttermesser in diesen verschiedenen Rillen euch orientieren und das Ganze da abschneiden. Ich habe mit dem Stichling jetzt hier schon mal die Löcher ausgesägt für unser Vorwandelement. Es passt, ist irre. So, und du versenkst. Okay, ich zeichne mir das hier an. Ja. Genau, sie soll ja halten, ne? Es wäre schön, wenn sie hält. So. Sehr gut. Ich mache einfach schon mal in die Mitte eine. Dann kann ich nämlich schon die nächste Platte. Genau, dann musst du nämlich hier nicht so doof rumstehen. Doof, ich finde das schon gekonnt hier. So, einmal einfädeln. Na, mal gucken, ob ich richtig gemessen habe. Ja, jetzt. Gut, erste Lage ist drauf. Mhm. Ich würde jetzt sagen, wir verfugen hier noch die Stöße auf jeden Fall, bevor wir die zweite Lage aufbringen. Mhm. Mal schön die Pampe anrühren. Fugenfüller kennen wir schon, der ist Feuchtraum geeignet, das erkennt ihr auch an der Einfärbung, wie die Platten, ist das grün. Ich zeig das einmal, sieht aus wie Pistazieneis, nicht essen. So, und dann können wir das daran machen. Das wird jetzt deine Aufgabe. Warum wir eigentlich immer über Essen reden, fällt dir das mal auf, wenn wir zusammenarbeiten? Ist das bestimmte Thema. Es geht eigentlich die ganze Zeit ums Essen. Ich mach das fix zu Ende. Ich hol die nächsten Platten und dann geht's weiter. Bis gleich. So, jetzt kommt wieder eine vollständige Platte, damit wir keine Kreuzfuge haben. Hier ist die Fuge davor, kommt die komplette Platte hier einmal ran. Gut gemessen, gut angezeichnet, das passt. Auch die letzte Platte passt. Unser Vorwandelement ist jetzt schön versteckt hinter Trockenbau mit CW- und UW-Profilen. Das hat alles sehr gut geklappt. Letzte Spachtelschicht ist drauf, muss noch ein bisschen durchtrocknen, aber dann können wir quasi mit dem Schönmachen anfangen. Also Fliesen. Das Badezimmer. Ich sehe hier auch schon meine ganzen Flakons stehen. Also ich sehe mich ja eher hier sitzen. Na, ich lasse dich mal alleine. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst uns ein Like da und dann sehen wir uns das nächste Mal bei uns hier im Bauhaus-Workshop. Tschüss. Tschüss.